Ich will deutlich für diejenigen werden, die sich gegen die USA stellen. Ich will deutlich für diejenigen werden, die sich wünschen, uns zu schaden. Ich will deutlich für all die rund um den Globus werden, die unseren Lebensstil zerstören wollen, sowie den unserer Freunde und Verbündeten. Ungeachtet unserer Herausforderungen, unseres Operationstempos und trotz allem, was wir getan haben, werden wir euch stoppen und besiegen, härter als ihr jemals zuvor geschlagen wurdet. Unterschätzt nicht, dass andere Staaten wie Russland, China, Iran und Nordkorea von uns gelernt haben. Sie haben genau beobachtet, wie wir 1991 und 2003 gekämpft haben. Sie studieren unsere Doktrin, unsere Taktik, unsere Ausrüstung, unsere Organisation, unsere Ausbildung und unsere Führung. Damit überarbeiten sie ihre eigenen Vorgehensweisen. Sie modernisieren auch ihr Militär schnell, um unsere Stärke zu verringern, in der Hoffnung, uns irgendwann in der Zukunft zu besiegen. Kürzlich sagte ein hochrangiger russischer Beamter, der Botschafter im Vereinigten Königreich, Alexander Jakowenko, wörtlich: Die etablierte Weltordnung erlebt eine grundlegende Umstrukturierung mit der Krim, der Ukraine und dem Brexit. Er fuhr fort, für den Abbau der NATO und der Europäischen Union aufzurufen und sagte: Russland kann nun einen konventionellen Krieg in Europa kämpfen und gewinnen. Russland ist das einzige Land, das für immer an Relevanz behalten wird. Jegliches andere Land ist entbehrlich, inklusive der USA. Wir befinden uns jetzt im Endspiel. Wir können uns jetzt schnell stationieren. Das wird auch in Zukunft unsere Fähigkeit sein. Wir werden jeden Feind zerstören, überall und zu jeder Zeit. Darüber hinaus wird das Schlachtfeld sehr komplex, mit ziemlicher Sicherheit in dicht besiedelten städtischen Gebieten, gegen schwer fassbare, vielschichtige Feinde, welche neben konventionellen Fähigkeiten Terrorismus und Guerillakrieg kombinieren, in Verbindung mit einer großen Zivilbevölkerung.